Hey Leute, Crimex hier, was geht euch, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf 7 YouTuber, bei denen eingebrochen wurde, reagieren. Ich bin sehr gespannt, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Das Video ist natürlich mal wieder von dem Ehrenbruder Taymatic. Und dann würde ich sagen, wir gehen da jetzt rein, 3, 2, 1, Abfahrt. Hey Freunde, Taymatic hier und im heutigen Video schauen wir uns mal 7 YouTuber an, bei denen eingebrochen wurde. Oha, sich ja bis ich zum bin Schluss echt gespannt. Schauen, um verrückte Clips. Ey, wie sieht denn Taymatic mittlerweile aus? Ist ja richtig erwachsen geworden, richtig Bartwuchs bekommen. Mehr Bartwuchs als ich hier, Junge. Von Leontin, Lukas BS, iCrimex und anderen großen YouTubern zu sehen. Like das Video in den nächsten 5 Sekunden und abonniere meinen Kanal oder ganz schnell nichts jetzt aber. Passiert. Ganz Platz schnell. 7 habe ich Laser Luca. Laser Luca sollte jeder von euch kennen. Mittlerweile hat er sogar schon über... Bei Laser Luca wurde auch schon mal eingebrochen? Das habe ich gar nicht mitbekommen, 5 Leute. 5 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal und zählt deshalb zu den größten YouTubern in ganz Deutschland. Laser Luca ist für seine lustigen Unterhaltungsvideos auf YouTube bekannt. Und ich muss sagen, ich wünsche ihm einfach nur das Beste. Eines Tages kam er aber nach Hause und sah, dass seine Tür offen war. Das war ziemlich seltsam. Was? Und es konnte eigentlich nur eins bedeuten. Bei ihm wurde eingebrochen. Und ich zeige euch gleich den Clip und da erfahrt ihr, was genau passiert ist. Aber bleibt unbedingt dran, denn am Ende ist was wirklich Krasses passiert. Bei mir wurde eingebrochen. Das scheint aus einem Livestream zu sein. Sandra ist da hinten. Hashtag Sandra in die Kommentare, wenn ihr sie auch kennt. Live, wir droppen? Was? Okay. War die maskiert? Ja, war maskiert. Die war noch maskiert, oh mein Gott. Hä? Ich laber keine Scheiße. Meint er es jetzt for real oder? Irgendwelcher Leute. Ich zeig euch mal das Video. Ich habe bei mir halt alles Video überwacht, bei mir in der Wohnung. Da bin ich jetzt echt gespannt, Leute, wie das Video aussieht. Man sieht die Kamera doch direkt, oder? Okay. Warte, ich zeig's gerade im Livestream. Da kommt der Einbrecher rein. Auf Platz 6 habe ich... Ich glaube, das war doch hier die Geschichte aus dem Paulanergarten. Ich glaube, das war ein Prank, so auf Joke. Ich glaube, das war kein realer Einbruch mit den kurzen Hosen und der roten Sturmmaske. Ich Montana Black. Monte ist einer der größten Streamer in ganz Deutschland und ich bin mir sicher, dass jeder ihn von euch das kennt. Das weiß auf ich, dass bei Monte eingebrochen wurde. Ich glaube, schon mehrmals wurde sogar bei ihm eingebrochen. Es gibt viele Menschen da draußen, die ihn richtig feiern, aber auch einige, die ihn gar nicht mögen. Monte zeigt in seinen Videos das regelmäßig ja Luxusuhren so. Oder andere teure Dinge, die in seinem Haus sind. Weil Monte einfach eine so große Reichweite hat, sehen das natürlich auch Menschen, die nichts Gutes im Kopf haben. Und vor 2 Jahren ist ein Einbrecher in Montes Haus eingebrochen. Und ihr glaubt nicht, was Monte daraufhin gemacht hat. Ihr müsst wissen, dass Monte natürlich auch viel Geld für Alarmanlagen oder Überwachungskameras ausgegeben hat, weil er weiß, dass das Risiko, dass bei ihm eingebrochen wird, einfach höher ist als bei jedem anderen. Und man hat den Einbrecher einfach auf der Überwachungskamera gesehen. Ich blende euch jetzt mal das Bild ein. Dieses Bild hat Monte in seiner Instagram-Story gepostet und hat dazu noch das geschrieben. Ich selber gebe eine Belohnung von 20.000 Euro an denjenigen, der mir den Täter verrät bzw. Hinweise dazu gibt. Also wenn ich der Einbrecher wäre, könnte ich in der Nacht kein Auge zumachen. Ja. Ihm wurden auch emotional echt wichtige Dinge geklaut, wie zum Beispiel dieses alte Spiel hier. Und ihr müsst wissen, dass also das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, wo das, glaube ich, bei Monte war. Ich glaube, das war so 2021 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 20 sogar. Ich glaube, irgendwann neulich doch erst in der Zwischenzeit wurde doch nochmal bei ihm eingebrochen. Oder habe ich das nur falsch? Ich glaube, ich habe da irgendwas mal auf TikTok gesehen. Aber vielleicht war das auch über den damaligen Einbruch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht wisst ihr das. Schreibt es mal in die Kommentare. Dass dieses Spiel echt selten ist. Und diese Call of Duty-Teile zum Beispiel auch. Man sieht auf der Überwachungskamera das Problem. Auto vom Einbrecher. Ich finde es echt traurig, dass man andere Leute beklauen muss, nur weil man selbst es nicht geschafft hat. Leute, ich sage euch ehrlich, ich habe ja auch so daraus gelernt. Das ist einfach, man denkt anfangs, jeder meint es gut mit einem und jeder gönnt einem, aber es gibt so viele Leute da draußen, die einen für noch eine viel kleinere Summe auch schon ausrauben würden. Also das ist, deswegen, man darf gar nicht irgendwie so teure Sachen, Uhren, Schmuck, alles immer Bankschließfach, gar nichts hier. Da tut man sich keinen Gefallen damit, wenn man in der Öffentlichkeit steht. So viel Geld zu verdienen. Mir tut Monte auf jeden Fall richtig leid, weil bei ihm schon des Öfteren eingebrochen wurde und er es einfach nicht verdient hat. Auf dem 5. Platz habe ich... Dann habe ich das doch richtig mitbekommen, war sogar schon öfter bei Monte. Ja. Monte ist natürlich, muss man sagen, ist halt so eigentlich der bekannteste Influencer, YouTuber Deutschlands, würde ich sagen. Und er ist dann halt noch mal voll im Fokus. Ne? Also bei ihm ist halt noch mehr, bestimmt noch mehr Leute, die da neidisch sind oder Auge machen oder sowas. Ich iCrimex. iCrimex ist einer meiner Lieblings-YouTuber und ich schaue mir jedes Video von ihm an. Und ja, auch bei iCrimex wurde eingebrochen und ihm wurden auch sehr teure Uhren geklaut. Naja, eingebrochen wurde gar nicht direkt bei ihm. Noch viel schlimmer, er wurde überfallen. Und das in seiner Tiefgarage zusammen mit seiner Freundin. Ich glaube, wir können uns alle gar nicht vorstellen, wie viel Angst iCrimex in diesem Moment hatte. Und das wünsche ich niemandem. Leute, ich hatte richtig Angst. Wenn man maskierte Männer in der Tiefgarage... Ich mache nicht auf krass, ich hatte richtig Angst. Garage vor allem stehen sieht... Man hat seine Freundin sogar dabei, dann kann ja noch viel Schlimmeres passieren. Also kann man eigentlich nur von Glück reden, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Naja, hier mal der Clip dazu. Meine läuft auch
circa einen Meter vor mir, so ein bisschen vor mir. Meilin macht die erste Tür auf. Alles gut, wir sind in diesem kleinen Zwischenraum. Das Video ist auch schon Meilin 3 Jahre alt, Tür Leute. Aufmachen, das ist schon richtig um lang her, Leute. Reinzukommen. Schon so lang her. Die Tür geht erstmal nicht auf. Sie will die Tür aufmachen, Tür geht nicht auf, wird blockiert, wird wie zugehalten. Okay. Meilin dreht sich gerade um zu mir, will mir sagen, ey, die Tür geht nicht auf. Und in diesem Moment wird diese Tür aufgerissen, so eine Metall-, so eine Feuerschutztür quasi, die direkt zu unserem Hausflur ist. Okay, oh, wird die Tür aufgerissen, Mann. Und zwei maskierte so Männer Film, mit Sturmmasken auf, stürmen auf uns los. Einer hat ein Messer in der Hand, der ist auf mich gegangen. Einer hat sich quasi vor Meilin gestellt, sie fixiert, damit sie nicht abhauen kann. Er stand hinter dem. Ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Sag ich jetzt einfach mal, und hat quasi abgesichert, hat fixiert, sodass niemand abhauen konnte. Der erste Täter ging also mit dem Messer auf mich los. Wir waren in dieser kleinen Schleuse, in diesem kleinen Zwischenraum zwischen Tiefgarage und Hausflur. Und der erste Täter mit dem Messer geht halt direkt auf mich los. Stellt sich vor mich, hält mir das Messer an den Körper. Das kommt mir auch mittlerweile vor wie aus einem anderen Leben, Leute, weil das schon so lange her ist. Und sagt, gib mir deine Uhr. Mit einem Messer, das hätte so böse enden können, Leute. Rolex an, die Daydate, 41 mm. Und die AP war in meinem Gepäck drin, in der Laptop. Top-Tasche, in so einer Louis Vuitton. Es ist so gefährlich, mit teuren Uhren rumzulaufen. Er hat also das Messer in der einen Hand und versucht mit der anderen Voll schöne Uhr. Hand, mir die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Er hatte auch so, also beide hatten so schwarze Lederhandschuhe an, und damit hat er diese Schließe von der Rolex nicht aufbekommen. Dann schreit er mich an, sagt, gib mir die Uhr, gib mir die Uhr. Ich sehe im Augenwinkel schlimm. Neben mir, sehe ich Meilin einfach nur heulen, und ich gebe ihm dann also die Uhr. Und direkt gezielt hat der Täter nach der zweiten Uhr gefragt, also es mussten halt eben. Mann, es ist noch schlimmer, wenn man eine Freundin dabei hat. Auf Instagram oder YouTube verfolgt haben, die dann eben wussten, dass ich diese beiden Uhren habe. Auf Platz 4 habe ich den lieben Lumex. Lumex lädt hauptsächlich Gaming-Videos hoch und hat mittlerweile. Lumex wurde auch mal ausgeraubt, hä? Sogar schon über 800.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Hab ich auch nicht gewusst. Und ich muss sagen, ich gönne ihm seinen Erfolg zu 100%. Lumex lädt ja regelmäßig an. Denn Lumex ist so irgendwie so ein richtig lustiger Kerl, weil der doch so jung ist und so. Andere YouTuber zu sich nach Hause ein, um mit ihnen gemeinsam YouTube-Videos aufzunehmen. Aber eines Tages ist jemand Unerwartetes in Lumex Haus eingebrochen, während er gerade ein Video gedreht hat. Und Lumex hat das auch noch bemerkt. Was genau passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Okay, Lumex und okay, Clash okay, Games Leute. Sind einfach da zusammen. Und, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Oh, würde ich sagen, oder wie habt ihr das auch gehört? Oh mein Gott, wenn das der Einbrecher ist, Leute. Ja, warte mal. Digga, ey, warte oh. Hab ich das gehört oder hast du es auch gehört? Nee, ich hab's auch gehört. Das ist doch aber hier schon wieder Geschichten aus dem Paulanergarten. Das ist gar hier schon wieder. Da hätte ich richtig Angst, Leute. Ich dachte, wäre so Klasker oder so kaputt gegangen. Hey, Bro, ist die. Das ist doch hier schon wieder. Ey, Leute. Also, das ist ein. Ich will nicht sagen Fake-Video, das ist ein Video, was zur Unterhaltung dient. Wo ist jetzt der Einbrecher? Oh mein Gott. Hey, guck mal. Bei ihm ist einfach die Tür offen. Die Tür ist offen. Nein. Okay, das ist echt ein Einbrecher. Leute, wenn sowas real wäre, niemand würde die Kamera dann drauf. Also so, weißt du, so noch so YouTube-Video. Ey, Mann. Oder was war jetzt kein Spaß oder so, ne? Nein. Hey, guck dich das mal an. Oh, oh. Hey, aber hier, das lange... Oh mein Gott, Leute, ich hätte da so eine Angst. Ja. Lol, was ist... Hey Bro, was ist das denn? Auf Platz 3 habe ich den YouTuber AliSKK. Okay. Ich denke, viele von euch kennen AliSKK gar nicht, aber vielleicht kennt ihr ihn doch aus der Jury von Nahim Sky, und ich denke, den kennen die meisten von euch. Jedenfalls hat AliSKK auch einen eigenen YouTube-Kanal mit über 200.000 Abonnenten. Eines Tages... Der war... Ich kenne den noch, diese Gruppe von... Deswegen heißt der SKK, weil es gab damals SKK. Das war so eine Gruppe von Jungs, aber schon lange her. Krass, okay. Erst vor ungefähr einem Jahr hat er davon erzählt, wie bei ihm zu Hause eingebrochen wurde. Bleibt aber unbedingt bis zum Ende dran, denn ihr wollt den Clip nicht verpassen, wobei Lukas, BS und Leontin eingebrochen wurde. Die bellen irgendwie heute lauter als sonst. Heute, die bellen irgendwie lauter. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Die bellen irgendwie lauter. Was mache ich? Walla, ist einfach Gefühlsache, ne? Wirklich, es ist ein absolutes Gefühlsache gewesen. Ich sag euch ehrlich, ich glaube auch, das war echt... Gottes Zeichen. An diesem Tag, ich bin aufgestanden, einmal ans Fenster gegangen. Ich stehe auf, ich gehe ans Fenster, gucke links, rechts, ne, ich gucke so. Bro, das ist wirklich aber auch das maximale Streamingzimmer, was man haben kann. Mit LED, mit Schaumstoffdecke, alle. Richtung zu den Hunden und so. Boah, verrückt. Auf einmal, ich schwöre, auf einmal, ich sehe einfach, ein Typ läuft aus unserem Garten heraus. Ey, überleg mal, ne? Ich habe wirklich gar nichts gecheckt. Bruder, ich war baff.
Ich war baff. Direkt Fenster aufgerissen, aber nicht geschrien oder geredet, gar nicht. Kein Ton von mir gegeben, ne? Und geguckt, beobachtet. Ich glaube, das waren halt echt Einbrecher, Mann. Auf dem zweiten Platz habe ich Lukas... Ja gut, das war jetzt ja aber erstmal nur jemand, also nur jemand, der auf dem Grundstück war. Sollte man natürlich auch nicht machen, aber... Ich glaube, da wurde jetzt nicht eingebrochen. Yes. Lukas Brawlstars ist einer meiner Lieblings-YouTuber. Er lädt echt oft Videos mit Leontine, iCrimex und Marvin Vlogto. Und auch bei Lukas Brawlstars wurde eines Tages eingebrochen. Was aber genau passiert ist, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Okay, Marvin vloggt ist in der Garage von Lukas Brawlstars. Und ich glaube, Marvin prankt ihn einfach und tut so, als ob jemand einbricht. Und ich bin echt gespannt, wie Lukas Brawlstars darauf reagiert. Okay. Lol, der war hier duschen. Als ob der einfach sein Duschfenster offen lässt. Okay, macht sogar ein bisschen Sinn, wenn er gerade duschen war. Ich sehe jetzt gerade nicht da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, also da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie er reagiert. Okay, also auch hier ein Video, was zur Unterhaltung dient. Er geht einfach rein, er traut sich. Jetzt noch Archie. Boah, ich bin zu fett, sage ich euch. Dass der Nachbar sieht, ey. Marvin Vlog bricht einfach bei Lukas Brawlstars ein. Aber wo ist Lukas denn jetzt? Ist er gar nicht zu Hause? Da ist Lukas. Was geht? Hey, Junge. Ja, Marvin, hey, Digga. Wie ja, Lukas sich erschrocken hat, Mann. Auf dem ersten Platz habe ich den besten YouTuber, und zwar Leontine aka Kleiner Junge. Leontine ist der kleine Junge, den man in den Videos von Lukas BS oder iCrimex sieht. Er hat mittlerweile sogar einen eigenen YouTube-Kanal und hat dort ungefähr 70.000 Abonnenten. Was mega viel ist, wenn man bedenkt, wie jung er noch ist. Das krasse ist einfach, das hat mir Marvin gezeigt, dieses eine Short, was ich mit Leontine für seinen YouTube-Kanal aufgenommen habe. Er hat einfach 20.000 Abos mit diesem einen YouTube-Short gemacht. Bro, ich glaube, er hat schon die 100.000. Naja, jedenfalls wurde eines Tages auch einem kleinen Jungen zu Hause eingebrochen. Und es ist echt verrückt, wie er daraufhin reagiert hat. Deshalb bleibt unbedingt dran und wir schauen uns den Clip jetzt mal gemeinsam an. Marvin macht genau das gleiche beim kleinen Jungen, aka Leontin. Und der steht einfach da in der Küche und hat nichts gecheckt, Mann. Bin echt gespannt, ob der kleine Junge sich erschreckt oder das Ganze echt lustig findet. Mal schauen. Echt fies von Marvin. Kommentiert mal Hashtag Marvin ist gemein runter in die Kommentare. Hey, der gemeine Marvin. Er checkt gar nichts. Lol? Nein. Hey, hier ist ja auch die Tür offen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Ey, bei mir wurde eingebrochen. Ich rufe jetzt sofort die Polizei an. Jetzt versteht er es. Oh mein Gott, Leute. Er ruft die Polizei. Er ruft die Polizei, was? Er ruft die Polizei. Wenn er wüsste, dass das nur Marvin war. Schau dir jetzt noch sechs YouTube. Ey, Mann. Ey, Leontine, wirklich lustiger Kerl. Ah, okay, ihm fehlen noch ein paar Abos. Bald hat er die 100.000. Könnt ihr mal bei Leontine voll machen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crime.